Und wir beide werden gleich gemeinsam auf diese Brawler-Posen reagieren und jeweils Punkte vergeben. Junge, du siehst so aus wie so ein alter Opa, der gerade der Rücken geknackt hat, Junge. Digga, unsere Blicke sind aber auch so los, vor allem von uns beiden, Alter. Digga, ist wirklich so. Ja, muss ich dir den Punkt geben, das ist die krasseste mit Abstand. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Jo, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Und wie ihr gerade neben mir seht, was geht ab? Lukas, moin moin. Moin moin, Kevin. Na, Leute, kurze Backstory. Ihr kennt ja vielleicht die 2 cringigsten Videos auf dem Kanal von mir und ja, es ist vielleicht sogar gar nicht das cringigste Video auf deinem Kanal, aber auf jeden Fall auch ein sehr cringiges Video auf dem Kanal von Lukas und zwar unsere Posen-Videos. Lukas, willst du noch irgendwas als Statement zu deinem Posen-Video abgeben? Ich bereue gar nichts. Ich bereue auch nichts. Leute, heute werden wir Folgendes machen. Und zwar gibt es noch einen weiteren YouTuber, der sämtliche Brawl Stars Posen nachgemacht hat. Und zwar der Brawler Hassan. Link zu seinem Kanal und natürlich auch zu Lukas in der Videobeschreibung. Und ich habe jetzt ein Video vorbereitet, wo ich sämtliche Brawler Posen von uns zusammengeschnitten habe. Und wir beide werden gleich gemeinsam auf diese Brawler Posen reagieren und jeweils Punkte vergeben. Jeweils an Hassan, an mich und an Lukas. Und ja, je nachdem, wer halt dann von den Posenmachern die Pose am besten gemacht hat, der gewinnt das Posenduell. Schreibt mir natürlich auch gerne am Ende des Videos in die Kommentare, wer eurer Meinung nach die Posen am besten gemacht hat. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht so lange drum rum, sondern starten direkt rein. Let's go! Okay, Leute, es geht los. Als allererstes haben wir die Shelly-Pose. Und ich würde sagen, Lukas, gib ihm, drück mal auf Play und dann werden wir Punkte verteilen. Oh ja. Okay, Lukas, was meinst du? Ich. Okay, ich gebe mir auch selber den Punkt. Weiter geht's. Okay, als nächstes kommt der Nita-Freunde. Ihr seht's hier. Und ich würde sagen, Lukas. Ah. Okay, ich gebe mir den Punkt, weil ich die Mütze noch aufhabe. Ja, muss ich aber auch sagen, aus Fairness gebe ich dir den Punkt. Hätte ich die Mütze gehabt zu dem Zeitpunkt, hätte ich sie auch verwendet, ne? Ja. Mhm. Okay, weiter geht's. Als nächstes haben wir Colt. So, okay, let's go. Mhm. Ah, das muss ich mir nochmal angucken. Mal nochmal nach vorne. Ja. Da konnte ich gerade noch nicht so ganz genau das Ganze analysieren. Okay. Ja, also ich muss da Hassan den Punkt geben. Weil nee, er hat da. Ich muss mir den Punkt geben. Also du. Warte mal, hast du mit beiden Händen beide Waffen auch gedreht? Ich habe beide Waffen gedreht. Ach so, lol. Nee, dann gut, dann gebe ich doch auch dir den Punkt. Weil ich finde, das ist ein bisschen lost so mit einem Plastik oder so. Also, nee, der hat so Papierpistolen, verstehst du? Ich habe richtige. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Bei beiden die Drehung gemacht. Ne? Und bei ja, dir das habe ich ja nicht hingekriegt. Genau, das ist leider nicht so eine kleine Waffe. Das heißt, Punkt geht diesmal an Lukas von uns beiden. Jetzt haben wir Bull, Freunde. Und Lukas, let's go. Oh, wir beide hier natürlich ganz klassisch mit der Nerf Gun. Ah, da hat der Hassan leider nicht das perfekte Outfit für gehabt. Ich gebe da ja auch mir jetzt den Punkt. Ich gebe mir den Punkt. Junge. Als nächstes haben wir Jesse, Freunde. Ja, ich würde sagen, Abfahrt, Lukas. Ah, schwierig. Ganz schwer. Schwierig. Also Hassan hat halt wieder nur ein Kissen. Ja, aber dafür hat er das Geschütz, ne? Das haben wir beide nicht. Stimmt, Leute, das soll das Geschütz sein. Ja, komm, ich gebe mal auf Ehre Hassan jetzt auch mal einen Punkt. Ja, noch ein Geschütz am Start. Ich würde sogar auch das Hassan den Punkt geben, wegen dem Geschütz, ja. So, als nächstes kommen wir zu Brock, Leute. Hier seht ihr nochmal kurz die Pose. Und let's go. Oh. Ich geb Hassan den Punkt wegen der Waffe. Das ist halt sehr, sehr nice gemacht. Also ich finde persönlich, dass die Drehung
unter anderem mir besser gelungen ist, auch mit der Brille, aber ich muss sagen, die Waffe, die ist schon crazy, also. Ja, also ich glaube, ich gebe da Hass an den Punkt. Ich auch, ja. Okay, als nächstes haben wir den Döner Mike. Also, hat dir tatsächlich das Thumbnail-Dings ja, auch. Ja. Mal gucken, gespannt. Spiel mal ab. Oh, okay. Wir beide auf jeden Fall mit den Flaschen hier am Start. Und Hassan habe ich jetzt gar nicht gesehen. Auf jeden Fall keine Flaschen, sondern... Ich muss sagen, ich habe halt die Alva-Flaschen. Ne? Das ist natürlich eigentlich ein großer Vorteil. Aber ich gebe mir da den Punkt. Ich habe das auch nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Ja, aber ich muss mir da den Punkt geben. Flaschen okay. Von Alva einfach beste. Als nächstes haben wir den guten Bo, Freunde. Ihr seht es nochmal. Ich weiß nicht, ob sich da die Pose nochmal verändert hat, als ich die gemacht habe. Ich glaube, die war zu deiner Zeit auch schon so. Ich glaube auch. Das heißt, ja. Ah, okay. Da muss ich sagen, schwach von Hassan. Also, ich glaube, da haben wir beides auf jeden Fall ein bisschen besser gemacht. Ich glaube, wir haben es halt ziemlich gleich sogar gemacht. Ja, ich muss sogar sagen, ich hatte hier sogar die Kapuze auf. Das hat gut zu Bo gepasst, habe ich damals so gedacht. Aber ich gebe mir halt trotzdem den Punkt auch. Ja, ich gebe dir mal auch den Punkt auf Ehre. Ah, auf Ehre. Korrekt. Mhm. Okay, jetzt haben wir den guten Tick. Let's go. Ach, lol. Hä, du hast bist zu kurz laufen lassen, glaube ich. Ja, also... Also, da muss doch ehrlich sein. Also, die Kisten sind nicht so krass und du hast so zwei unterschiedliche Sachen ja, in der Hand. Ja, also da muss ich Lukas den Punkt auch geben, Freunde, auf Ehre, weil er da zweimal hier ist so ein... Fahrradhelm oder Motorradhelm hat. Genau, ja. Also da gebe ich dir auch den Punkt. Als nächstes haben wir den guten 8-Bit, Freunde. Hier sieht ihr nochmal seine Pose. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Staubsauger. Let's go. Haha, Junge. Lol. Wie wir alle da mit dem Staubsauger hängen. Warte mal, spiel nochmal ab. Ja, also Hassan schon mal sehr schwach, leider. Ja, also da muss ich sagen, ja, ich glaube, ich gebe dir da tatsächlich auch den Punkt, weil ich bin nicht hochgesprungen. Du bist so richtig hochgesprungen, glaube ich, ne? Mach nochmal spiel nochmal ab. Ja, also das hast du tatsächlich besser gemacht. Meine Knie waren da so, ich habe die Pose davor schon so ultra oft gemacht. Und dann tat meine Knie so weh und dann habe ich es nicht geschafft, noch hochzuspringen. Deswegen ja, okay. Gebe ich dir da den Punkt. Ja, ich auch. Genau, als nächstes Ems, Freunde. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich auch mal gespannt, wie da die Posen sind. Let's go. Ah, war bewusst dieses Teil da an deinem Bauch? Ja, das ist die Tasche, die habe ich extra geholt. Ja, das zeichnet mich hier aus. Ne? Ich habe bewusst die Seitentasche von Ems natürlich verwendet. Und eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich auch dir den die... Punkt. Ich habe auch die femininste Pose eigentlich. ja. Junge, wie ich lost da so in der Mitte rumstehe, Alter. Junge, du siehst so aus wie so ein alter Opa, der gerade der Rücken geknackt hat, Junge. So, oh, Elise, mein Rücken hat wieder geknackt. So, Leute, als nächstes der gute Boxer. Ihr seht sie gerade im Hintergrund. Und let's go, Lukas. Na, Junge. Oh mein Gott. Warte mal, hä? Junge, also, Digga, absolut lost mal wieder mein Gesichtsausdruck. Alter, wie das aussieht, Junge. Also, ja, aber ich muss sagen, ich habe es trotzdem einigermaßen noch gut gemacht. Ich gebe mir diesmal selber wieder den Punkt. Ja, ich gebe dir auch den Punkt. So, die nächste Pose, Freunde, von mir. Also, ja, lass ablaufen den Bums. Ja, also, Lukas... Ja, okay, da musst du mich geschlagen geben, Kevin. Ja, also ganz ehrlich, so, da habe ich schon eine Ukulele am Start. Also, das ist sehr krass. Und den Sombrero und du bist noch Kevin, also. Ja, also das sind hier direkt schon mal zwei Easy-Punkte von uns beiden. Als nächstes die Boxerin, Freunde. Ah, okay, Hassan hier leider sogar ohne eine Verkleidung an den Händen. Und du hast halt wieder zwei unterschiedliche Dinge. Ja, ich habe wieder zwei unterschiedliche. Also ich gebe da dir auch wieder den Punkt, weil du da hier wieder die Motorradhelme, weil die Boxerin hat ja auch zwei gleiche Hände auf jeden Fall. Freunde, die nächste Pose ist vom ersten Brawler, Rico. Oh, Junge, let's go. Warte, ich muss seine nochmal sehen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin halt fast hingefallen. Ja, glaubst du, ich nicht. Sag sogar mal,
da er noch so am wenigsten getorkelt ist, sage ich sogar mal. Ja, ich gebe auch mal Hass an den Punkt, wollte ich auch gerade sagen, weil er so am wenigsten umgefallen ist gefühlt. Als nächstes der gute Darrell, Freunde. Okay. Ja, da gebe ich dir den Punkt. Lol, du bist ja stehen geblieben einfach. Ja, ich weiß nicht warum. Als nächstes die gute Penny, Freunde. Schauen wir auch mal wieder, let's go. Ah, da hat Hassan halt wieder das Geschütz am Start. Dann gebe ich auch mal Hassan den Punkt. Ja, ich gebe auch mal Hassan den Punkt. Als nächstes der gute Karl, Freunde. Okay. Let's go. Let's go. Lol. Hä, was hat Hassan denn da gemacht? Okay, Hassan ist raus. Ja, also ich gebe da dir den Punkt, weil du da auch so ein bisschen passenderes Teil irgendwie so hattest. Oh, Pipa, da hast du recht, Lukas. Und let's go. Also Hasan hat keinen Regenschirm, das ist schon mal schlecht. Ja, wir haben den ein bisschen anders auf jeden Fall gemacht. Die Mutti mussten wir jetzt gerade auslassen. Teilweise müssen wir natürlich ein paar Brawler auslassen, weil die noch nicht im Spiel sind oder weil die Posen absolut anders sind. Deswegen ist als nächstes jetzt der Frank am Start. Ihr seht hier die Pose im Hintergrund gerade. Und let's go. Ja, so. Und ich muss sagen, ich habe das schon noch ein bisschen mehr gefühlt als du. Ja, also ich gebe mir da den Punkt. Ich muss sagen, Frank tut gar nicht so stark, wie du mit den Händen so machen. Okay. Sondern Frank macht es nur so ganz leicht. Deswegen muss ich mir den Punkt geben. Okay, Junge, du siehst aber echt... Okay. Als nächstes die Kneipenschlägerin, Freunde. Also da gucken wir auch mal. Let's auf go. Auf die Drehung. Oh ja, war eigentlich von allen ganz stark, ne? Ja. Ich glaube, ich gebe da aber mal Hassan auf Ehre den Punkt, weil er noch nicht so viele hat. Warte. Ja, hat Hassan aber auch gut auf jeden Fall gemacht. Ja, hat dann guten Schläger auch sich rausgesucht. Freunde, als nächstes der gute Moritz. Also, ja, da seht ihr es gerade im Hintergrund. Let's go, Lukas. Ja, okay. Da, ne? Muss ja ganz klar den Punkt lassen, ne? Der da, Umhang auch. Habe ich den Umhang und auch ein bisschen was Besseres sogar noch gewählt. Klar, ein Staubsauger ist jetzt vielleicht auch nicht optimal, ist keine Schaufel, aber... Ja, ich habe damit im Karton schon ein bisschen verpackt. Als nächstes haben wir Tara, Leute. Junge, wenn ich das schon sehe. Junge, hast du eigentlich so eine Mütze wirklich im Winter? Nee, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, ich habe mir da irgendwas im Kopf gebunden. Nee, ich weiß, es ist sogar irgendwie ein T-Shirt oder sowas, was wieder im Kopf gefunden hab. Ja. Ach, krass, okay. Okay, let's go. Okay, Junge, ich muss echt sagen, du fühlst es echt am meisten. Digga, Alter. Unsere Blicke sind aber auch so lost, vor allem von uns beiden, Alter. Digga, ist wirklich so. Junge, ich sehe halt am ehesten noch auch aus wie eine Mumie eigentlich, ne? Ja, aber ich habe hier auf jeden Fall den Kopfschmuck noch am Start. Ja, nee, also eindeutig du, eindeutig. Ja. Okay. Als nächstes, Freunde, der gute Genie am Start. Also das wird jetzt auch nochmal sehr, sehr cringe, muss ich sagen. okay. Warte mal, ist halt die Sache, ne? Ich gebe dir da mal den Punkt. Wegen Alva einfach auf Ehre. Ich gebe dir sogar mal auf Ehre den Punkt. So, der stumme Spieke ist natürlich auch noch am Start, Leute. Wir mussten jetzt Max und auch Mr. P leider skippen, weil Lukas das damals halt, gab es halt noch nicht zu seiner Zeit. Ja. Und ja, let's go mit Spike. Okay. Ja. Darf ich sagen? Ja. Also ich finde, du hast die Arme zu sehr bewegt und nicht so den Körper, weil Spike tut ja, eher so ja, mit dem Körper stimmt, hin und her hast gehen. Du schon, ich habe auch ein bisschen so bei dir, dass es ein bisschen passender aussieht irgendwie. Und jetzt haben wir nochmal Crow, Leute. Da ist halt das Ding, bei mir gab es da ein Remodel, aber schauen wir uns trotzdem mal an, wie das aussieht. Let's go. Also, viele haben da auch mich tatsächlich gefragt, Kevin, bist du wirklich durch deine Decke gesprungen? Ja, Leute, natürlich. Ich bin bis in den vierten Stock gesprungen. Also, wem geben wir da den Punkt? Ja, muss ich dir den Punkt geben. Das ist die krasseste mit Abstand. Ja. Danke. Jetzt haben wir noch Leon, Freunde. Da auf jeden Fall auch sehr motiviert, wir beide. Hassan, müssen wir gleich mal gucken. Und let's go.
Lol. Ja, also keiner von uns hat halt einen Lolli, so. Wir haben alle halt so die Kapuze. Ich gebe mal Hass an den Punkt, weil er noch nicht so ganz am lostesten aussieht. Ja, okay. Und er noch so ein bisschen besser nach unten schaut als wir beide. Ah, stimmt. Ja, das ist fast schon besser zu Leon, ja. Ja. Würde ich auch sagen. Und als letztes, Freunde, haben wir nochmal den guten Shindy am Start. Ich muss sagen, er geht zu sehr in die Knie, finde ich. Also, als ob er so Kniebeugen macht, so ein bisschen. Dafür ist Shindy zu müde eigentlich. Ja, das stimmt. Also, ich finde, wir haben beide gut gemacht. Ich gebe mir den Punkt. Ich gebe mir den Punkt. Ja, Leute, an der Stelle bin ich mal sehr gespannt, wer eurer Meinung nach die Posen am besten gemacht hat. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut bei Lukas vorbei, schaut bei Hassan vorbei. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.